Welchen Inhalt hat der Berufsausbildungsvertrag? Fragezeichen. Nun, dann schauen wir mal. Der Berufsausbildungsvertrag, also der Vertrag, den der Auszubildende mit seinem Ausbilder schließt. Da ist zunächst einmal, na, machen wir jetzt erstmal eine Struktur. 2, 3, 4, 5, 7 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Da ist zunächst einmal der Ausbildungsberuf. Eigentlich sehr naheliegend. Dann Beginn und Ende der Ausbildung. Beginn und Ende der Ausbildung. Tägliche Arbeitszeit. Dauer der Probezeit. Ausbildungsvergütung. Urlaub. Und eine Regelung zur Kündigung. Im Prinzip nicht viel anders als ein normaler Arbeitsvertrag. Untypisch ist nur das hier, oder typisch für den Ausbildungsvertrag ist das hier. Der Rest, den finden Sie auch in einem ganz normalen Arbeitsvertrag. Ja, also wenn Sie so etwas gefragt werden, überlegen Sie, was steht in einem normalen Arbeitsvertrag, was wollten Sie in Ihrem Arbeitsvertrag geregelt haben. Ein bisschen abweichend ist noch das hier, Ausbildungsvergütung. Da möchten Sie natürlich in Ihrem normalen Arbeitsvertrag das Gehalt stehen haben. Ja, völlig klar. Aber ansonsten kann man sich diese Punkte sehr leicht ableiten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.